Einen schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zu unserem heutigen Minimed-Webinar. Ich darf Sie willkommen heißen im Namen des Minimed-Studiums und der Medizinischen Universität Wien. Eigentlich schon zum zweiten Vortrag unserer Webinarreihe Immunsystem, Viren und Impfungen. Unser heutiges Thema lautet Viren und durch Viren ausgelöste Erkrankungen. Ein sehr spannendes Thema in Zeiten der Pandemie. Das Zentrum für Virologie hier an der Medizinischen Universität Wien bildet ja ein Kompetenzzentrum für alle aktuellen Aspekte der medizinisch orientierten Virologie. Es freut uns sehr, unsere heutige Referentin zu begrüßen. Es ist Frau Universitätsprofessor Dr. Elisabeth Buchhammer-Stöckl. Sie ist Leiterin des Zentrums für Virologie hier an der Medizinischen Universität Wien. Sie ist im Vorjahr zur Wissenschaftlerin des Jahres ernannt worden, im Jahr 2020. Gratulation noch im Nachhinein und herzlich willkommen, Frau Professor. Ja. Einen schönen guten Abend. Ich darf mich vorweg noch kurz bei unseren heutigen Partnern bedanken. Das sind die Österreichische Gesundheitskasse, die Medizinische Universität Wien und heute auch die Wiener Gesundheitsförderung, WIG. Meine Damen und Herren, beim Minimed haben Sie immer auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, so auch im Rahmen unserer Minimed-Webinare. Ich darf Sie da aufmerksam machen, dass das heute Abend via E-Mail funktioniert, und zwar unter folgender E-Mail-Adresse organisation@gesund.at. Da können Sie gerne auch schon während des Vortrags Ihre Fragen deponieren und wir werden dann im Anschluss des Vortrags versuchen, möglichst viele davon zu beantworten. Ich darf Sie jetzt schon um Verständnis bitten, dass sich gegebenenfalls nicht alle Fragen ausgehen werden, aber wir werden uns bemühen. Wenn Sie in Zukunft informiert werden möchten über Minimed-Webinare und die Termine, dann darf ich Ihnen noch unseren Newsletter ans Herz legen auf der Internetseite www.minimed.at/newsletter. Können Sie sich da gerne anmelden. Für Webinartermine müssten Sie da noch als bevorzugte Region Webinar ankreuzen. Und wenn Sie über aktuelle Gesundheitsthemen im Allgemeinen informiert werden möchten, dann melden Sie sich bitte zum allgemeinen Minimed-Newsletter an. Also gerne noch weiterführende Informationen für Sie. Wie gesagt, im Anschluss gerne die Diskussion mit Ihren Fragen. Bei Minimed dürfen Sie gerne immer auch Fragen an unsere Referenten und Referentinnen richten. Und damit darf ich jetzt einmal das Wort an Frau Professor Buchhammer übergeben und ich wünsche Ihnen einen spannenden Vortrag. Ja, vielen Dank. Willkommen zu einer Stunde Virologie, die aber nicht nur Corona betreffen wird, sondern allgemein Virologie sein wird. Es ist natürlich schwierig, es ist ein unglaublich großes Gebiet. Ich habe ein paar Aspekte ausgewählt, wo ich hoffe, dass das in dieser Stunde oder in dieser Dreiviertelstunde sich ausgehen wird. Nun fangen wir mal ganz von vorne an, was ist überhaupt ein Virus? Der Name Virus kommt aus dem Lateinischen, bedeutet so viel wie Schleim und Gift. Und Viren gelten selber nicht als Lebewesen. Also wenn Sie ein Virus haben, das irgendwo pickt oder liegt, es ist völlig inert, es kann genau nichts tun. Viren brauchen Lebewesen, in deren Zellen sie sich vermehren können. Und sie zwingen dann diese Zellen zur Virusvermehrung. Also sie brauchen den Menschen oder auch Tiere oder Pflanzen. Also Viren haben Wirtstropismen, also sie haben bestimmte Wirte, in denen sie sich vermehren können. Und sie regen dann die Zellen dieses Wirts dazu an, Virus zu produzieren. Und die Zelle geht dann meistens selber zugrunde und das Virus vermehrt sich. Also es ist ein hochgefährliches System in einer Zelle eines fremden Lebewesens. Aber es gibt auch Viren, die zum Beispiel auch Bakterien befallen. Bakteriophagen werden wir später auch noch dazu kommen. Wie groß ist ein Virus? Das ist oft die Frage. Es gibt natürlich einen wunderbaren Link, den ich hier eingeblendet habe, den man sich anschauen kann. Aber wenn wir es jetzt einmal hier am Bildschirm einfach anschauen, ein Virus ist zwischen 10 bis 300 Nanometer groß und ein Nanometer ist ein Millionstel Millimeter, also wirklich sehr klein. Und wenn man sich das wirklich räumlich vorstellen möchte, dann hat meine Kollegin Monika Redelberger immer ein sehr gutes Beispiel. Sie beginnt mit einem Fußball und sagt, der Fußball wäre das Virus in der Größe. Wie groß ist dann eigentlich ein Mensch von 1,80 Meter ungefähr?
Der Mensch wäre dann so groß wie der Durchmesser einer Erdkugel. Also so sind die Größenverhältnisse. Wie schaut ein Virus aus? Sie haben sehr viel in der letzten Zeit über Coronaviren gehört und gesehen. Und daher habe ich jetzt Coronavirus hier als Beispiel genommen. Man kann Viren elektronenmikroskopisch sichtbar machen. Sie sehen hier das Coronavirus, es ist SARS-1, als elektronenmikroskopisches Bild. Man klassifiziert Viren dahingehend, wie groß sie sind, ob sie eine Hülle haben und wie ihre Nukleinsäure ausschaut. Und das Wichtigste eigentlich, oder eine ganz wichtige Struktur, ist natürlich die Nukleinsäure. Dieses Virus hier, das rote im Inneren, schematisch gezeichnet. Hier sind die hier ist sozusagen die genetische Erbinformation des Virus vorhanden. Und rundherum muss das natürlich verpackt werden, weil die DNA, RNA alleine hat natürlich also begrenzte Lebensfähigkeit. Es muss also verpackt werden durch eine Hülle und es muss dann außen herum, gibt es bei allen Viren in unterschiedlicher Weise Strukturen. Hier die Spikes bei SARS. Und diese Oberflächenstrukturen haben auch eine ganz besonders wichtige Funktion, denn sie sind diejenigen Strukturen, die an die Zelle andocken, die sie infizieren möchten. Und das ist ein sehr spezifischer Vorgang, ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, sagen manche, aber es ist, wie gesagt, sehr spezifisch auf bestimmte Rezeptoren und Zellen. Und außerdem ist die Oberflächenstruktur die Struktur, die angegriffen wird durch das Immunsystem. Und daher auch ein besonders wichtig. Verschiedene Virusfamilien schauen unterschiedlich aus, haben unterschiedliche Nukleinsäuren. Jedes Virus und jede Virusfamilie hat eine andere oder etwas andere Struktur, etwas andere Art, sich in den Zellen zu vermehren, in den Zellen Schaden anzurichten, mehr oder weniger. Und das ist hier nur eine Auswahl von bestimmten Virusfamilien, die Sie hier auf der rechten Seite sehen. Papillomaviren, Herpesviren, das sind zum Beispiel DNA-Viren, RNA-Viren, gibt zum Beispiel die Flaviviren, wo das FSME dazugehört, oder auch Influenza-Viren und Retroviren. Also es gibt zahlreiche Familien, die sich auch unterschiedlich in den Zellen dann auch vermehren, unterschiedliche Mechanismen zeigen. Wenn wir am Anfang anfangen, wie bekomme ich überhaupt eine Virusinfektion? Es gibt einen Ausgangspunkt. Irgendwie muss ich zu meinem Virus kommen, das mich infizieren kann. Und ein wichtiger Ausgangspunkt ist ein infizierter Mensch. Ein infizierter Mensch kann Virus ausscheiden über Tröpfchen und Aerosole. Wir haben das jetzt wirklich die letzten Monate ganz massiv auch durchgedacht, mehrfach, wie das ist bei Corona. Aber hier zum Beispiel sehen Sie ein Bild, das hier zeigt im Gegenlicht, wie es zum Beispiel ausschaut, wenn jemand niest. Also man sieht, was da für eine Wolke an Viren oder an Tröpfchen, die möglicherweise virusbeladen sind, herauskommt. Es gibt die großen Tröpfchen, wie wir auch gelernt haben, die schnell absinken und die kleinen Tröpfchen, die als Aerosole in der Luft auch länger bleiben können, warum Innenräume immer ein größeres Problem sind, weil in den Innenräumen diese Aerosole sich möglicherweise anreichern können. Außerdem haben wir die Möglichkeit, uns auch zu infizieren über Sekrete durch Schmierinfektion. Das ist auch ein häufiger Übertragungsweg. Also man greift etwas an, dort ist noch feucht, also ein völlig eingetrocknetes Virus können wir eigentlich nicht aufnehmen, aber noch feuchte Sekrete, in denen ist Virus. Und das kann jetzt sein die Türschnalle vom WC, das kann aber auch eine Oberfläche sein, wo ein Speichel liegt, gerade hingekommen ist. Es gibt sexuell übertragbare Erkrankungen. Also es ist Schmierinfektion durch Sekretes häufig. Und was Sie da unten sehen, das ist so ein Beispiel, wie man auch im Labor Leuten zeigt oder wie man Hände waschen kann, richtig Hände waschen kann und auch sieht nachher, wie effizient das war. Man kann diese Hände mit einer UV-sichtbaren Salbe eincremen, dann eine Händewaschprozedur machen und dann kann man mit UV nochmal schauen, wie schauen denn die Hände wirklich aus. Hier ist es wirklich sehr gut gewaschen. Sie sehen also kleine Reste noch im UV, wo noch Schmutzpartikel kleben. Und selbstverständlich kann man natürlich auch durch Blut von infizierten Menschen infiziert werden. Aber es gibt auch Virusübertragung, Ausgangspunkte, die nicht von infizierten Menschen kommen. Ein Klassiker ist Nahrung.
Ein Beispiel zum Beispiel ist hier, also diese Wurst auf der Seite, das ist eine von diesen Würsten, die mangelhaft gekocht sind, aus Schweinefleisch, aber nicht durchgekocht. Das ist eine Spezialität zum Beispiel im Süden Frankreichs, die aber das Problem hat, dass hier zum Beispiel Hepatitis E-Virus drinnen sein könnte und eine Hepatitis, eine leichte in diesem Fall, auslösen kann. Und so kommt es vor, dass Virologen, die auf diese Wurst nicht verzichten wollen, sich zwar diese Würste kaufen, aber zuerst ein Stück davon im Labor mittels einer PCR untersuchen lassen. Und wenn kein Virus gefunden wurde, dann wird die Wurst auch gegessen. Und ein anderer Aspekt ist zum Beispiel, sind die Beeren, die ich da auch gezeigt habe. Tiefkühlkost kann kontaminiert sein mit zum Beispiel Noroviren. Es kommt immer wieder vor, dass ganze Chargen zurückgerufen werden, weil über das Wasser zum Beispiel, das hier bei der Verarbeitung verwendet wird, Norovirus hier vorkommt. Wir haben natürlich die Insekten als wichtige Überträger von Viren. Wir sind in Österreich an unserem Institut, im Zentrum für Virologie dieser Universität, wurde die Zeckenimpfung entwickelt von meinem Vorgänger Professor Kunz, und daher, also Zecken sind uns ja bekannt als Virusüberträger der FSME, aber natürlich Mücken in jeder Variante, auch sehr spezifisch, hier zum Beispiel eine Tigermücke, sind Überträger von Virusinfektionen, und zwar sehr wichtige Überträger. Und außerdem können auch andere Tiere Virus übertragen, zum Beispiel Tollwut ist natürlich ein klassisches Beispiel durch Tierbisse. Wir haben hier ein sehr altes Bild von einem tollwütigen Hund. Das kommt, also in Österreich ist die Hundewut und die Tollwut eigentlich nicht mehr vorhanden, wie in großen Teilen Europas. Aber man sieht hier, also der Hund hat hier also Speichelfluss und ist hinten bereits auch schon gelähmt. Menschen haben auch eben diesen Speichelfluss und Lähmungserscheinungen. Und was man vielleicht beachten muss, es sind nicht nur die Hunde in nicht-europäischen Ländern in manchen, die also Tollwut übertragen können, sondern auch Fledermäuse. Also Südamerika hat zum Beispiel Fledermäuse oder Fledermäuseritzungen, kann es auch zu Tollwutinfektionen kommen. Das Virus muss aber dann irgendwo in den Organismus kommen. Also das Virus kommt und trifft jetzt auf unsere Schleimhäute. Das sind also die Außengrenzen nach außen, und das sind verschiedenste Schleimhäute. Das ist meistens Nasen, Rachen, Mund, ist eine häufige Eintrittspforte, wie Sie alle wissen. Aber auch die Augenbindehaut kann eine Eintrittspforte sein, und die unteren Atemwege, also die Lunge, ist ja sehr stark mit der Luft und mit allem, was in der Luft zirkuliert, konfrontiert. Das ist ein hochimmunogenes Organ. Aber auch über Magen-Darm-Trakt können Viren eintreten in den Organismus, über Genitalschleimhäute und natürlich über Hautverletzungen und Wunden und auch direkt zum Beispiel über das Blut bei Infusionen, Transplantationen, auch wenn man das extrem gering halten kann mittlerweile. Was geschieht jetzt tatsächlich vor Ort in dieser Zelle bei einer Virusinfektion? Wenn Sie sich das Bild anschauen, also zeigt schon, man braucht eine Nähe, eine räumliche Nähe, Viruszelle. Und ich habe jetzt ein schematisches Bild hervorgekramt sozusagen, das auch Coronavirus zeigt, aber im Prinzip einfach das Schema zeigen soll, wie funktioniert eine Virusinfektion. Prinzipiell sind so generelle Mechanismen, ein Virus braucht eben eine Zelle und dockt dann an dieser Zelle an, und dieses Prinzip des Andockens führt dann dazu, dass das Virus in die Zelle kommt. Wenn das Virus in der Zelle ist, muss die Nukleinsäure freigesetzt werden. Das geschieht auf unterschiedliche Weise, an unterschiedlichen Orten, und diese Nukleinsäure wird dann weiter verarbeitet, mehr oder weniger. Es wird weitere Virusnukleinsäure gebildet und es werden Virusproteine gebildet, alles unter Zuhilfenahme der Ressourcen dieser Zelle. Das ist vielleicht eine Endothelzelle am Gewebe, im Gefäß, eine Immunzelle zum Beispiel bei HIV, die eigentlich die Aufgabe hat, Immunabwehr zu machen, aber die jetzt damit beschäftigt ist, Virus zu replizieren oder wie hier zum Beispiel bei Corona eine Lungenepithelzelle. Und diese Virusdinge, also Proteine und Nukleinsäure, werden produziert und werden dann zusammengebaut
und werden dann auf verschiedenen Wegen, also das ist nur ein Beispiel für Corona, es gibt verschiedene Mechanismen, aber werden letztendlich ausgeschleust. Und wenn man sich das anschaut, auch im Größenvergleich hier, das ist eine Zelle, die mit SARS-CoV-2-Partikeln beladen ist. Und man sieht viele Viren und es ist nicht so, dass jetzt ein Virus rein, ein Virus rausgeht, sondern ein paar Viren gehen wahrscheinlich in die Zelle, es genügt wahrscheinlich schon. Die Zelle produziert Unmengen von Virus, eine unglaubliche Menge von Virus wird ausgeschieden. Die Zelle geht dabei üblicherweise zugrunde, überlebt das nicht, dass sie eigentlich das ganze Potenzial, das sie hat als Zelle für Virusproduktion zur Verfügung stellen muss. Und dann geht das weiter zur nächsten Zelle und so weiter. Also man kann sich schon vorstellen, dass sich da sehr viel tut. Wenn man das Bild einer Virusinfektion hat, hat man üblicherweise, oder Sie nehme ich an, das Bild einer akuten Virusinfektion. Also man stellt sich vor, Schnupfen, Husten, Durchfallerkrankungen, was auch immer. Und da läuft Folgendes prinzipiell ab. Man hat eine Virusinfektion, also das Virus kommt an die Zelle, trifft auf die ersten Zellen und dann gibt es Signale an das Immunsystem und das Immunsystem fährt hoch und es kommt zu einer Immunantwort. Und diese Immunantwort ist nicht jetzt so ein bisschen Virus und Immunantwort, sondern es ist wirklich eigentlich eine Kampfsituation, weil zahlreiche Aspekte des Immunsystems, Sie haben das wahrscheinlich letzte Woche schon gehört oder viele von Ihnen, kommen, um gegen diese Virusinfektion aufzustehen, um dagegen zu kämpfen. Das sind die angeborenen oder adaptiven Immunsystemprozesse, Entzündungsmarker, alles Mögliche. Es spielt sich ab. Und wenn Sie auch nur einen Schnupfen haben oder Halsschmerzen, das ist das Resultat dieses Kampfes. Aber es ist notwendig, weil sonst die Viren sich ungehindert verbreiten könnten und ungehindert Schaden anrichten könnten. Und das Resultat dieses Kampfes, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Das eine ist sozusagen eine Win-Lose-Situation, der Mensch gewinnt. Also das Virus wird eliminiert, die Immunantwort gewinnt und es ist mit oder ohne bleibende Schädigungen des Wirts. Meistens haben wir Gott sei Dank keine Schädigungen nach einem banalen Schnupfen oder einer Grippe, aber es kann natürlich auch anders ausgehen. Und die andere Variante ist eigentlich eine Lose-Lose-Situation, der Tod des infizierten Menschen. Und da ist zum Beispiel, wenn man sich auch vorstellt, hier ein Bild aus der Ebola-Epidemie in den letzten Jahren. Man sieht hier, also die Leiche wird getragen, der Mensch ist voll mit Virus. Aber was passiert mit dem Virus? Das Virus kann sich nicht weiter vermehren, kann sich nicht weiter übertragen, stirbt sozusagen ab mit den Zellen, die ebenfalls absterben. Also es ist für beide keine glückliche Situation. Und wir haben für beide Fälle durch eine Reihe von Viren, harmlose Viren, die wir kennen, gefährliche Viren wie Ebola, Tollwut oder zum Beispiel MERS-Coronavirus, das doch immerhin eine Letalität von 30% hat. Wir kennen verschiedene akute Virusinfektionen, Sie kennen das alles, respiratorische Symptome. Dafür sind zahlreiche Viren zuständig oder verantwortlich, Influenzaviren, Rhinovirus, Coronaviren. Wir haben Magen-Darm-Symptome, Noroviren oder Enteroviren sind typische Vertreter dafür. Das ist hier übrigens auf der Seite eine Lunge, eine Lungenentzündung im Rahmen einer Coronavirus-Infektion. Also die Lunge schaut wirklich nicht gut aus. Also respiratorische Symptome können oberflächlich sein oder auch in den tiefen Atemwegen. Es gibt Leberentzündungen durch Viren, es gibt generalisierte Infektionen mit oder ohne Hautausschlag. Wir kennen Masern, Röteln, Ringelröteln. Es gibt neurologische Symptome, die zum Beispiel FSME verursachen oder Polio verursachen neurologische Symptome, Tollwut. Und dann gibt es noch die Viren, die das hämorrhagische Fieber verursachen, wie zum Beispiel Dengue-Virus oder Ebola. Das ist eine generalisierte Infektion mit massiven Blutungen zum Beispiel, aber auch akute Infektionen. Ich habe aus all diesem für einen kurzen Einblick eine Gruppe herausgesucht, das ist die Gruppe der Enteroviren. Und diese Enteroviren habe ich herausgesucht, weil es ist eine große Virusfamilie, Familie Picornaviridae, sind kleine RNA-Viren und das ist das, was wir alles schon, jeder von uns hat mehrere Infektionen mit diesen Viren schon durchgemacht. Es ist eine Häufung im Spätsommer, Herbst bei uns, also das ist das, was kommt jetzt im Sommer. Nach den winterrespiratorischen Viren kommt im Sommer eher dann Enterovirus-Infektionen.
Es gehören etliche Viren dazu, Enteroviren, Coxsackie-Viren, Echo-Viren und auch das Poliovirus, das also nicht ausgerottet wurde, aber schon extrem wenig, Gott sei Dank, vorhanden ist, gehört auch in diese Gruppe. Gut, wenn wir uns anschauen, was machen diese Viren? Die Klinik der Enterovirus-Infektionen ist meistens mild. Wir haben diese Sommergrippe, das ist sehr häufig, Magen-Darm-Grippe, Fieber, manchmal den Ausschlag. Dann machen Viren aus dieser Gruppe auch zum Beispiel das Hand-Fuß-Mund-Syndrom, hier mit Bläschen, bei den Kindern zum Beispiel. Das ist ein Exanthem, das geht aber relativ schnell wieder vorbei, ist an sich nicht gefährlich. Herpangine, Bläschen hier im Rachenbereich, ebenfalls unangenehm, durchaus sehr schmerzhaft, geht aber auch wieder vorbei. Auch Bindehautentzündungen können einen milden Verlauf bedeuten mit einer Enterovirusinfektion. Aber auch Enteroviren, so wie viele andere Viren, haben eine breite, harmlose Seite, können aber zu schweren Komplikationen führen. Und hier bei den Enterovirus-Infektionen kann zum Beispiel das Zentralnervensystem befallen werden. Wir haben also Gehirnhautentzündungen, kommen vor bei Kindern, die meistens gut ablaufen, auch wenn das Bild natürlich dramatisch ist mit Lichtscheu und Nackensteife zum Beispiel. Aber worauf ich besonders raus will, und das ist vielleicht eine der Botschaften, wenn ich es hier mal vermitteln kann, die Herzmuskelentzündung. Das ist jetzt nicht so Seltenes, begleitet manchmal auch milde Viren, aber sehr häufig eben Enterovirus-Infektionen. Und diese Herzmuskelentzündungen klingen oft ab, ohne dass man überhaupt bemerkt hat, dass man eine hatte. Aber es wird dann auffällig, wenn Menschen eine Darmgrippe, eine Sommergrippe hinter sich gebracht haben, noch nicht ganz fit sind, aber dann voll sportlich auf den Tennisplatz gehen, eine Bergtour machen oder Sonstiges und dann nach der Bergtour tot zusammenbrechen, am Tennisplatz zusammenbrechen. Also das sind Fälle, das sind gesunde, junge, meist sehr sportliche Menschen, die das sozusagen unterschätzen und daher vielleicht, wenn ein Appell im Rahmen dieser Vorlesung sein kann, dann vielleicht schonen Sie sich nach Infektionen, jetzt nicht der banale Schnupfen, aber wenn Sie eine Infektion mit Fieber gehabt haben oder so, schonen Sie sich lieber noch ein paar Tage länger und machen Sie auf keinen Fall starke körperliche Belastung kurz nach so einer Infektion, weil also diese zum Beispiel eben Enteroviren, aber auch Grippeviren und so haben einen gewissen Tropismus auch für Herzmuskeln, können dort Schäden verursachen, die man dann bei starker Belastung nicht gut übersteht. Und außerdem werden Enteroviren auch eine der Virusgruppen oder die, wo es also am sichersten ist, eigentlich mit Diabetes in Verbindung gebracht, also Entzündung oder auch Autoimmunreaktion im Rahmen der Bauchspeicheldrüse. Nun ein Blick noch auf die Virusdiagnostik dieser akuten Infektionen zum Beispiel. Wir haben immer einen Anfang der Infektion, wenn man das hier systematisch anschauen will. Hier beginnt die Infektion, also das Virus trifft auf meine ersten Zellen. Dann braucht es eine Zeit, die sogenannte Inkubationszeit. Was ist das? Das ist die Zeit, wo Viren die Zellen befallen, noch wenige, immer mehr, aber es ist noch so wenig, dass das Immunsystem noch nicht so reagiert, dass ich es noch nicht merke, dass hier etwas vorgeht. Also weder Symptome bemerke, noch bemerke ich auch diagnostisch, dass Virus überhaupt da ist. Es braucht eine bestimmte Menge und es muss die Zellen zu einer bestimmten Höhe infiziert sein, dass man also Virus findet. Und dann aber beginnt sich das Virus zu vermehren, teilweise lokal auch sehr stark zu vermehren. Und dann ist eigentlich die Methode der Wahl in sehr vielen Infektionen die PCR. Und deswegen war auch diese PCR-Diagnostik bei Corona nicht so diese große Sache, weil alle Labors seit vielen Jahren PCR-Tests verwenden zur Diagnostik verschiedenster Viren und man kann das und daher war das also auch nicht so schwierig, dann hier eine gute PCR zu etablieren und PCRs zu testen. Nicht PCRs zu testen, genau. Und man kann das Virus natürlich nachweisen, je nachdem, wo die Virusinfektion abläuft, im respiratorischen Sekret, im Stuhl, im Liquor, also Gehirnflüssigkeit, wenn eine Meningitis, also Gehirnhautentzündung da ist, im Blut bei manchen Viren oder in Bläschen, wenn man auf der Haut eben Exantheme, also Bläschen hat.
Also das ist sozusagen die Situation bei der akuten Infektion, die dann wieder ausheilt und die Sache ist erledigt. Es gibt aber natürlich auch Virusinfektionen, die protrahiert sind oder überhaupt nie aufhören. Beispiel zum Beispiel HIV, wo nach einer akuten Infektion, einer Virusinfektion, das Virus einfach bleibt und nie mehr den Körper verlässt und immer eigentlich repliziert in durchaus hohem Maße, es sei denn, man kann es dann medikamentös reduzieren. Und nach der Virusdiagnostik durch den direkten Virusnachweis kann ich dann auch auf den Antikörpernachweis übergehen. Das ist sozusagen die zweite Schiene oder der zweite Aspekt. Ich finde Antikörper gegen das Virus, spezifische Antikörper im Blut. Und am Anfang finde ich IgM-Antikörper in der Frühphase nach Infektion. Und dann kommen etwas später die IgG-Antikörper. Und diese Antikörper bleiben dann im Blut und bleiben eigentlich ein Leben lang nach einer natürlichen Infektion bei sehr vielen Virusinfektionen. Also wenn ich zum Beispiel Masern durchgemacht habe, habe ich ein Leben lang IgG, habe ich auch eine Masernimpfung, werde ich auch IgG nachweisen können. FSME-Impfung finde ich IgG ebenfalls. Also das ist so ein Maß, um zu zeigen, da hat es eine Infektion gegeben oder eine Impfung. Und bei Infektionen bleiben die IgGs meistens oder sehr häufig lebenslang. Das sind die akuten Virusinfektionen, die entweder aufhören oder auch lang verlaufen. Und dann gibt es die anderen Virusinfektionen, die uns eigentlich für unser Langzeitleben, Wohlbefinden eine vielleicht viel größere Rolle spielen. Wir nennen sie die persistierenden Virusinfektionen. Und da läuft etwas anderes ab, und zwar am Anfang genau das Gleiche. Ich habe eine Virusinfektion. Diese Virusinfektion löst eine Immunantwort aus, wieder der Kampf. Aber diese Viren sind so gut angepasst an unseren Körper über Jahrhunderte, Jahrtausende, zigtausende Jahre, die schon, manche Viren sind schon mit unseren Vorläufer-Wertebraten gemeinsam groß geworden sozusagen. Und haben Mechanismen entwickelt, dass sie sozusagen das Immunsystem dem Immunsystem entkommen können. Also das Immunsystem fährt hoch, aber das Virus entkommt in irgendeiner Weise und schafft es, eine Latenz oder eine chronische Persistenz in unserem Körper aufzubauen. Und es ist eine Art Win-Win-Situation oder zumindest es ist ein Gewinn für das Virus, weil das Virus kann ewig, also unser ganzes Leben in uns bleiben. Und wir haben aber nicht diese großen Schäden, diese Akutschäden, haben aber doch das Virus in uns und das ist jetzt auch nicht ganz trivial. Denn wenn wir wenn wir zum Beispiel eine gewisse Schwäche haben, ein Stress, UV-Belastung, was auch immer, kann es zu einer Virusreaktivierung kommen. Und diese Virusreaktivierung löst wieder eine Immunantwort aus und diese Immunantwort begrenzt das Virus wieder. Also es ist total effizient, das Virus geht wieder zurück in die latente Phase, in die chronische Persistenz und bei der nächsten Gelegenheit kommt es wieder hoch. Und bei jedem dieser Hochkommen hat es auch die Möglichkeit, andere Menschen möglicherweise zu infizieren. Also das sind unglaublich gute, angepasste Viren, die mit uns da leben und unser ganzes Leben dann mit uns verbringen. Ein Klassiker dafür sind Herpesviren. Herpesviren haben diesen Zyklus, also man hat eine erste Infektion, dann geht das Virus in Latenz, dann reaktiviert es manchmal, man findet das Virus kurzfristig, dann findet man es aber ewig nicht und dann findet es mal wieder kurzfristig und dann geht es wieder unter. Und es ist immer so eine Interaktion mit den Menschen, die von beiden Seiten so begrenzt ist, dass es im Normalfall ganz gut funktioniert. Herpesviren sind sehr große Viren, weltweit verbreitet und haben eine ganz hohe Durchseuchung. Und wenn wir den Klassiker ansprechen, das Herpes simplex Virus Typ 1, dann werden Sie sich vielleicht nicht erinnern an Ihre Primärinfektion, die wahrscheinlich im Kleinkindesalter stattgefunden hat. Aber manche Kinder haben durchaus unangenehme Erstinfektionen mit Herpes simplex Typ 1, mit sehr schmerzhaften Aften im Mund. Und nach dieser ersten Infektion geht dieses Virus zurück und geht über Nervenbahnen, und das ist natürlich nicht ganz trivial, ein neurotropes Virus, in das Trigeminusganglion und dort bleibt es dann. Und bleibt eigentlich dort latent und wird auch nicht gesehen für längere Zeit. Aber dann zum Beispiel in akuten Stresssituationen, eine Prüfung, also ein dauernder Stress für einige Wochen, eine Prüfungssituation oder viel UV-Licht im Schnee, im Frühling ist es relativ typisch. Und dann gibt es eine Balanceänderung und das Immunsystem schafft es nicht mehr, dieses Virus in Latenz zu halten. Und dieses Virus kriegt Oberwasser sozusagen und kommt und macht dann diese klassische Fieberblase, wie Sie hier sehen.
Und manche Menschen haben das mehr, manche haben das weniger und manche auch gar nicht. Das ist individuell natürlich unterschiedlich. Aber das ist der klassische Weg von Herpes simplex, Herpes labialis. Ein anderes Virus, zum Beispiel Varicella-Zoster-Virus, auch ein Herpesvirus, hochinfektiös, wird über Tröpfchen oder Schmierinfektionen übertragen und ist also typischerweise mit diesen juckenden Pusteln da assoziiert. Und auch dieses Virus hat genau diesen gleichen Weg, ein bisschen anders natürlich, weil hier Feuchtblattern sind sozusagen am ganzen Körper und gehen dann ebenso in diese Spinalganglienzellen, aber in den ganzen Körperbereich. Und dann, vor allem wenn die Menschen älter werden und die T-Zellantwort gegen diese Viren nicht gut funktioniert mehr oder schwächer wird, dann bekommt dieses Virus Oberwasser und kommt heraus und kann sich vermehren. Und typischerweise aber nur in diesem einen Dermatom, also in einem Teil von einer Ganglienbereich innerviert oder betroffen. Deswegen, weil man würde auch natürlich auch andere Teile betreffen, aber das Immunsystem fährt sofort hoch und erkennt das Virus und begrenzt es, bevor es also noch mehr Schaden anrichten kann. Klassischerweise schaut eine Gürtelrose oder Herpes zoster so aus. Ich glaube, viele von Ihnen haben sowas schon gesehen, manche werden es vielleicht schon gehabt haben. Die meisten Patienten sind über 60 Jahre alt, die das haben. Die Hälfte ungefähr hat Komplikationen, dann je älter, umso mehr. Und das, was gefürchtet ist natürlich in Bezug darauf, ist die postherpetische, also die Neuralgie, diese Schmerzen, die nach einer Gürtelrose bleiben können. Und dann ist noch die Frage, wir sprechen auch immer von den immunsupprimierten Patienten und dass die so besonders schützenswert sind und dass man so besonders aufpassen muss, auch bei Corona und überall. Und damit Sie eine Vorstellung haben, warum das so ist, ich glaube, vielleicht fehlt auch ein bisschen das Bild, was es bedeutet, wenn ein Immunsystem wirklich sehr stark heruntergefahren ist. Wenn Personen zum Beispiel nach Transplantationen sind oder zum Beispiel HIV-Patienten, die also ein sehr stark zerstörtes Immunsystem zum Beispiel schon haben, dann hat man also einen Herpes labialis nicht so, sondern man hat das so. Und das ist dann schon eine ganz andere Dimension. Man hat eine Gürtelrose nicht so hier, sondern das ist ein Intensivpatient, der also eine nekrotisierende Zoster-Reaktivierung hat und Sie sehen also blutig, also wirklich eine ganz andere Dimension. Und in diesen Patienten sind auch Viren, die für uns im Prinzip harmlos sind oder nicht große Probleme machen, extrem gefährlich. Und es gibt natürlich noch mehr humanpathogene Herpesviren. Herpes simplex 2 macht zum Beispiel Genitalherpes, Zytomegalievirus, Epstein-Barr-Virus, Mononukleose oder HIV-6 mit dem 3-Tage-Fieber. Moment, das ist zu früh. Und das, was einem vielleicht nicht so bewusst ist, aber was wir den Studenten dann auch immer wieder, wo wir fragen, und würden Sie hier sitzen, würde ich Sie jetzt auch fragen, was glauben Sie denn, wie viele Herpesviren tragen Sie in sich? Sie werden die meisten von diesen Herpesviren in sich tragen. Bis zu 85% der erwachsenen Bevölkerung ist mit Herpes simplex Typ 1 infiziert. Herpes simplex Typ 2 ist viel seltener. Varicella zoster haben die meisten Erwachsenen gehabt, jetzt nach der Impfung wird es weniger. Zytomegalievirus, von dem Sie nicht einmal wissen, dass es das gibt vielleicht oder dass Sie das überhaupt haben könnten. 50 bis 60% der europäischen Bevölkerung trägt dieses Virus in sich. Epstein-Barr-Virus, haben über 90% aller Erwachsenen tragen Epstein-Barr-Virus in sich. Und wenn Sie bei einem Zufallsbefund, einem Laborbefund Epstein-Barr-Virus-Antikörper finden, dann ist das kein besonderes Merkmal, sondern das haben wir alle. Jeder Erwachsene, der EBV durchgemacht hat, entweder klinisch auffällig als pfeifersches Drüsenfieber oder unauffällig, asymptomatisch, hat also Antikörper gegen Epstein-Barr-Virus. Und hier ist dann noch gezeigt, humanes Herpesvirus Typ 6, das also dieses 3-Tage-Fieber macht und das wir auch fast alle in uns haben. Eine Gruppe, die ich vielleicht hier erwähnen möchte von den persistierenden Viren, das sind Polyomaviren. Von denen haben die meisten Menschen auch noch nie was gehört, obwohl wir viele von diesen Viren wahrscheinlich in uns tragen. Sie wurden spät entdeckt. 1971 wurde BK-Polyomavirus entdeckt.
1971 ebenfalls JC-Polyomavirus. Wir haben 90% fast der Bevölkerung trägt BK in sich, 8 bis zu 80% JC in sich, und das macht uns eigentlich nichts, aber sollten irgendjemand eine Nierentransplantation bekommen, ist das einer der ganz problematischen Viren BK, weil es schwere Nierenentzündungen macht. Bei schweren immunsuppressiven Zuständen kann auch JC sich reaktivieren, und das ist besonders gefährlich, weil das sitzt eigentlich im Gehirn und kann dann dort eine progressive multifokale Leukenzephalopathie, wie wir es nennen, machen, eine chronische Zerstörung des Gehirngewebes, die eigentlich selten überlebt wird. Oder zum Beispiel Merkel-Zell-Polyomavirus macht ein Merkel-Zell-Karzinom, ein malignes Karzinom der Haut. Und dann gibt es noch abschließend als letztes von diesen Viren vielleicht auch Viren, die in uns leben, die aber überhaupt kein Problem machen, zum Beispiel die Anelloviren oder das Torquetenovirus. Diese Anelloviren sind nicht pathogen, also sie machen uns gar nichts. Wir beforschen das sehr stark bei uns im Zentrum aus verschiedensten Gründen. Es sind kleine Single-Strand-DNA-Viren, und das Interessante an diesen Viren ist, wir haben sie chronisch nachweisbar. 70% von uns allen, wenn wir also Diagnostik machen, im Blut nachschauen würden, würden wir beträchtliche Mengen dieser Viren finden. Und wir wissen eigentlich nicht, warum sind sie da, was machen sie, wenn sie nicht pathogen sind, was ist der Sinn dieser Viren, gibt es überhaupt einen Sinn dieser Viren? Und wir haben untersuchen das natürlich, um zu schauen, was machen diese Viren, warum haben wir so viel davon bei uns in unserem Immunsystem. Aber einen Aspekt haben wir schon als Positives. In Zusammenarbeit mit den Lungentransplantationsexperten bei uns an der Medizinischen Universität Wien. Und zwar haben wir herausgefunden, mit anderen zusammen, dass das Level, also die Höhe der TTV, Torquetenovirus-Last, assoziiert ist mit der Immunsuppression. Und wir haben das zuerst gezeigt nach Lungentransplantation und haben letztendlich nach einigen Jahren Forschung, Sie sehen, es dauert immer lang, 2014 war also der erste Nachweis, 2014, dass es ein Biomarker ist, der wirklich die Effizienz der Immunsuppression zeigen kann nach Lungentransplantation. Und das ist total wichtig, weil es ist oft sehr schwer einzuschätzen, wie stark ist eine Immunsuppression nach einer Transplantation, wie wirken die Medikamente oder wie stark ist der Patient eingestellt. Und das kann man messen neuerdings mit dem Spiegeln der Menge von Torquetenovirus im Blut. Und wir machen das nicht nur bei Lungentransplantierten, wir machen es mittlerweile auch bei Nierentransplantierten. Es sind große internationale Studien unterwegs, die also zeigen sollen, wie man eben diese Viren, die da sind, aber eigentlich nichts machen, verwenden kann zu einem positiven Effekt. Und das leitet schon über zu dem letzten Aspekt, den ich noch hier erwähnen will. Das ist nämlich die klassische Virologie, aber wir gehen in die Zukunft und wir schauen uns was ganz was anderes in Zukunft an. Gar nicht so sehr vielleicht nach jedem Virus suchen, sondern wir schauen nichts weniger an als das menschliche Virom. Und das menschliche Virom ist die Gesamtheit der Viren, die einen Organismus besiedeln. Und um eine Vorstellung zu haben, wie groß ist das Virom und wie viel ist das Virom, wir kennen das Mikrobiom, das ist die Gesamtheit aller Bakterien und Pilze, und es wurde geschätzt, dass dieses Mikrobiom so hoch ist wie die Anzahl von Zellen eines erwachsenen Menschen, die irgendwer berechnet hat, ca. 30 bis 40 Billionen sein sollen. Und das Virom wird auf das Zehnfache des Mikrobioms geschätzt. Und so können wir eigentlich sagen, wir sind Virus, weil wir bestehen praktisch aus unglaublich vielen Viren. Und die Frage ist, aus welchen Viren bestehen wir? Wir bestehen aus Viren, die wir vorher schon erwähnt haben, Viren, die eine akute Virusinfektion machen, Virus, die persistierende Virusinfektionen machen. Wir werden neue Viren finden und finden ja auch immer wieder in den Viromanalysen neue Viren oder auch endogene Retroviren. Da gibt es also sehr viele verschiedene Viren, die hier in Frage kommen, und es werden sicher noch viel, viel mehr werden.
Und auf der anderen Seite auch unglaublich interessant, auch wenn das jetzt nicht zu unserer, also aus medizinischer Virologie nicht das Hauptpunkt derzeit ist, die Bakteriophagen, das sind die Viren, die die Bakterien befallen. Und Bakterien, sie haben sicher diese ganze Mikrobiom-Diskussion mitverfolgt, der Darm und alles, und es geht uns gut, weil das Mikrobiom da ist und so weiter. Aber in Wirklichkeit steuern wir, nämlich die Bakteriophagen, und die schauen ein bisschen anders aus, als die humanpathogenen Viren, steuern die Bakterien an und können Bakterien unterstützen oder können Bakterien zerstören. Also das ist eine gute oder schlechte Bakteriophagen für die einzelnen Bakterienfamilien. Und in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich das Virom und die Bakteriophagen, die dann das Mikrobiom ganz stark beeinflussen und gestalten. Und ich glaube, da ist wahnsinnig viel noch offen für die Zukunft, dass wir uns hier mit diesen Sachen befassen. Und wir sind da relativ am Anfang, aber das ist eine ganz große und wichtige, ein großer und wichtiger Forschungsschwerpunkt. Und ganz zum Schluss, meine letzte Folie, in Wirklichkeit gehen wir natürlich in der Gesamtmedizin in Richtung Präzisionsmedizin. Das heißt, wir fragen nicht oder sagen nicht, ein Mensch hat eine Infektion oder eine Erkrankung und die ist halt dann so und so, wie wir es in unseren Lehrbüchern von vor vielen Jahren haben, sondern wir gehen dahin, dass wir fragen, der einzelne Mensch mit seiner Genetik, mit seiner Struktur, Alter, Geschlecht ist sowieso selbstverständlich, aber auch mit seinem ganz persönlichen Profil. Und dazu gehört aber auch das Profil des Mikrobioms und das Profil des Viroms. Und alles zusammen würde dann sagen, ein Mensch, der genau diese Struktur hat, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Erkrankung bekommen, jene Erkrankung gut überleben, diese Erkrankung nie bekommen. Oder wenn er mit einer Erkrankung kommt, welche Therapie wäre dann die optimale für genau diesen einen Patienten mit dem Genom, dem Mikrobiom und dem Virom. Aber das ist Zukunftsmedizin und das ist, werden wir alle noch einige Zeit brauchen, um das wirklich zu bewältigen und wirklich in die Richtung sehr erfolgreich zu sein, hoffentlich. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Buchhammer, für diese spannenden Einblicke in Ihr Forschungsfeld hier an der MedUni in Wien. Meine Damen und Herren, wir können jetzt gerne ein bisschen in die Diskussion gehen. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen unter organisation@gesund.at. Einfach per Mail die Frage jetzt hineinschreiben und ja, wir werden versuchen, möglichst viele noch zu beantworten. Wir haben also gehört, Viren gelten eigentlich gar nicht als Lebewesen, sie sind winzigst klein. Sie brauchen Zellen, sie nutzen Zellen eigentlich aus, um sich zu vermehren und im besten Fall ist die Immunantwort des Wirtes dann stärker als unseres Körpers in diesem Fall. Wir haben auch gehört, dass es sehr viele Viren gibt, sehr viele unterschiedliche, dass immer neue entdeckt werden, dass es auch Viren gibt, die wir in uns tragen und ohne dass wir es merken. Aber auch Viren zum Beispiel, die uns gar nicht krank machen. Und ich glaube, ich hätte auch herausgehört, dass es da noch sehr, sehr viel zu erforschen gibt. Frau Professor, ich möchte eine Frage vorweg an Sie richten. Haben Viren überhaupt irgendeinen positiven Effekt oder Nutzen? Ja, das ist die Frage. Wir suchen danach. Es gibt schon Berichte von manchen Viren, die möglicherweise das Immunsystem so beeinflussen, dass andere Infekte geringer ausfallen. Also es gibt zum Beispiel eine Gruppe von Viren, PEG-Viren, die, wenn sie da sind, gleichzeitig bei einer HIV-Infektion, die HIV-Infektion zum Beispiel, sagen wir mal, weniger schwer machen oder also einen Vorteil bieten. Also das gibt es schon. Es ist nur der Fokus immer auf diesen pathogenen Viren, die also krank machen, weil mit denen müssen wir uns ununterbrochen beschäftigen. Aber es gibt sicher sehr vieles, was wir noch nicht wissen. Und wir, gerade am Institut, schauen einmal relativ stark auch drauf, auf die Viren, die offensichtlich nichts machen und vielleicht irgendeinen positiven Effekt haben. Es hat uns die Frage erreicht, wie man als Laie eine Vireninfektion von einer bakteriellen Infektion unterscheiden kann. Das überhaupt möglich ist anhand der Symptome oder ob da eine weiterführende Diagnostik notwendig ist. Ja, das ist eine sehr allgemeine Frage. Es gibt natürlich klassische Symptome einer Virusinfektion,
Man kann das mit Laborparametern zum Beispiel anschauen. Also Unterschiede gibt es zum Beispiel bei der Virusmeningitis, also einer Gehirnhautentzündung als Beispiel, oder bei einer bakteriellen Meningitis. Die Virusmeningitis ist meistens harmloser im Kindesalter zum Beispiel als die bakterielle Meningitis. Und man sieht also, wenn man diese Gehirnflüssigkeit nimmt und eine Diagnostik dort durchführt, dann sieht man einen großen Unterschied und kann aufgrund der Laborparameter der Lymphozytenzellzahl zum Beispiel sagen, das ist jetzt eine virale Ursache oder das ist eine, wahrscheinlich eine bakterielle Ursache. Mhm. Aber es gibt andere Erkrankungen, die sind schwer abzugrenzen, wobei erfahrene Ärzte können das schon. Also ein Beispiel ist zum Beispiel die eitrige Angina und das pfeifersche Drüsenfieber, das also auch mit weißen Belegen hinten geht. Aber ein Kinderarzt oder eine Kinderärztin, eine gute, erkennt das eigentlich trotzdem als Blickdiagnose. Noch eine Frage ergänzend dazu, wenn es um bakterielle Infektionen und Virusinfektionen geht, nämlich in der Therapie. Da kam die Frage, ob Viren auch mit Medikamenten gut behandelbar sind. Bei Bakterien, wissen wir, sind Antibiotika das erste Mittel der Wahl. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe also die Medikamente ganz ausgelassen, weil das natürlich ein großes Thema ist. Viren sind besonders schwierig behandelbar durch Medikamente. Also wir sehen es auch jetzt bei Corona. Medikamente zu entwickeln, die Virusinfektionen bekämpfen, das ist eine besonders schwierige Sache, weil, wie Sie gerade gesehen haben, Viren außerhalb einer Zelle sind inert. Also die kann man, wie soll man die angreifen? Da kann man eigentlich nicht sehr viel tun. Man kann sie abfangen durch Antikörper, ja, aber in Wirklichkeit ist die Therapie gegen Viren in der Zelle. Und man muss Viren in ihrer Verwundbarkeit angreifen. Also wenn sie in ihrer Zelle die DNA aufmachen, wenn sie dann in diesem Prozess sind, wo neue Viren gebildet werden, dort greifen dann die meisten Medikamente an. Und zum Beispiel, also ein klassisches Beispiel ist HIV, wo es doch einiges an Medikamenten gibt. Da gibt es Medikamente, die blockieren oder greifen ein beim Eintritt des Virus in die Zelle. Also das kann blockiert werden. Oder in der Zelle wird dann die Nukleinsäure umgeschrieben mit einem Enzym, das heißt reverse Transkriptase. Das kann zum Beispiel blockiert werden. Beziehungsweise es können falsche Nukleotide angeboten werden, die dann eingebaut werden und das bricht dann die Nukleinsäureproduktion ab. Oder es kann die Proteinzusammenbau, wenn Sie sich erinnern, das Ausschleusen an die, der Viren an die Oberfläche, dort muss ja auch das Protein zusammengebaut werden, richtig zusammengebaut werden. Und hier greifen zum Beispiel bei HIV Proteasehemmer ein, die den Zusammenbau dieser Proteine verhindern. Aber das läuft alles innerhalb der Zelle ab und Sie können sich vorstellen, wie komplex das ist, die geschädigten Zellen zwar anzugreifen, aber gesunde Zellen nicht anzugreifen, dort nichts zu machen. Also das muss wirklich ganz spezifisch auf diese Virusreplikation auch zugeschnitten sein. Und deswegen ist das eigentlich ziemlich schwierig. Es gibt einige Fragen zur Diagnostik, die Sie uns ja kurz erklärt haben, mit dem für uns mittlerweile schon geläufigen PCR-Test und in der Folge dann den Antikörpertests, die möglich sind. Da kommt die Frage, was genau ist ein PCR-Test? Wofür steht diese Abkürzung? Und ob Viren in Latenz mit einem solchen PCR-Test auch nachgewiesen werden können? Ja, das ist. Ich habe natürlich aufgrund dieser ganzen PCR-Diskussion das einfach so hingestellt. PCR heißt Polymerase-Kettenreaktion, ist der Nachweis von Nukleinsäuren. Das heißt, ich kann ein Stück, und man sucht sich das aus, wenn man selber eine PCR etabliert, ein Stück des Virus, der Virusnukleinsäure vermehren, weil die Virusnukleinsäuren sind oft nicht in so großer Menge vorhanden. Man vermehrt das also im Labor, ein Stück davon, und kann das dann nachweisen und kann das dann auch quantifizieren und kann dann sagen, rückschließen, wie viel Virus pro Milliliter Blut zum Beispiel vorhanden ist in diesem Patienten. Das ist eine hochsensitive Methode, Nukleinsäuren von Viren nachzuweisen. Und die gibt es also für sehr viele verschiedene Virusinfektionen. Wie schaut es aus mit dem latenten Virus? Mit dem latenten Virus, ja, das ist eine sehr gute Frage, weil also Viren, die latent im Organismus sind, wie zum Beispiel Herpesviren, die in den Ganglienzellen sitzen, die weist man nicht nach. Also da könnte man im Blut suchen oder wo auch immer, man würde es nicht finden, so zirkulierend, weil sie wirklich in Latenz sind.
Aber wenn das Virus dann wieder reaktiviert, dann findet man es schon. Und es gibt aber Viren, die in Latenz sind, aber dann, wenn man älter wird, zum Beispiel Zytomegalievirus, eher mehr reaktiviert und etwas mehr da ist. Und dann kann ich es auch beim Gesunden, der nur gerade reaktiviert, auch mitunter nachweisen. Aber nicht so einfach, es ist sehr geringe Mengen da. Aber in der wirklichen Latenzphase, wo das Virus nur zum Beispiel im Ganglion sitzt, finde ich es eigentlich nicht. Da gibt es noch die konkrete Frage, ob Coronaviren reaktivierende Viren sein können. Coronaviren sind klassische Beispiele einer akuten Virusinfektion, wie ich sie auch gezeigt habe. Also sie machen eine Infektion, machen eine Zerstörung der Zellen, werden vom Immunsystem massiv bekämpft. Das ist eben das mehr oder weniger schwer. Und die Symptome, die wir sehen, haben ja auch sehr viel mit der Immunreaktion zu tun. Es ist nicht nur allein das Virus, sondern auch die Immunantwort. Aber letztendlich wird die Virusinfektion im normalen immunkompetenten Menschen begrenzt und hört irgendwann auch auf, auch wenn man eine Zeit lang noch das Virus in Spuren nachweisen kann. Anders ist es aber in Patienten mit einer hohen Immunsuppression, wo es manchmal nicht möglich ist, dass das Immunsystem, das schwer entweder aus genetischen Gründen oder weil es nach einer Transplantation massiv runtergefahren wurde, nicht in der Lage ist, Coronaviren restlos zu bekämpfen. Und das sind dann Patienten, in denen dieses Virus sich immer wieder, also einfach nicht restlos bekämpfbar ist und eigentlich dann persistent, chronisch persistent über längere Zeit aufhalten kann. Und das sind dann wiederum auch Situationen, wo sich dann aber auch Varianten bilden können, weil das Virus eben sich so immer wieder in einem Patienten mit dem Immunsystem abarbeitet und dann auch die Schwächen des Immunsystems erkennt und dann dort eine Mutation macht, wo das Immunsystem nicht ganz so gut angreift. Also das sind die Patienten eigentlich, auf die wir ganz besonders gut aufpassen. In diesem Zusammenhang gibt es die Frage, ob es eine angeborene Immunschwäche gibt. Ja, gibt es. Es gibt verschiedene Arten von angeborener Immunschwäche, die auch verschiedene Aspekte des Immunsystems betreffen können. Und es gibt, und diese Kinder haben dann auch sehr schwere Infektionen, auch sehr schwere Virusinfektionen. In Bezug auf die latenten Viren haben Sie eben die Herpesviren, wohl bekanntesten, erwähnt. Da gibt es eine ganz konkrete Frage dazu, nämlich warum eben manche Menschen sehr oft eine Fieberblase dann bekommen und manche überhaupt nicht oder ganz selten. Ja, das ist auch eine gute Frage, die stellen wir uns auch immer wieder, warum das so ist. Wir haben im Prinzip, gibt es verschiedene Hypothesen dazu. Eine Hypothese ist, dass die Virusmenge im Ganglion unterschiedlich groß ist, die latent ist. Das wäre eine Hypothese. Also dass am Anfang bei dem einen Menschen sehr viel Virus war und sehr viel Virus latent ist, das dann leichter sozusagen umkippt in eine Reaktivierung. Bei anderen Menschen ist das vielleicht weniger gewesen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch genetische Faktoren, auch in der Immunantwort. Wie gut kann ich sozusagen die Virusreplikation begrenzen? Gibt es da vielleicht Schwächen bei dem einen, ohne dass jetzt eine große Immundefizienz sein muss, aber eben genetisch ein bisschen anders, sodass Fieberblasen wesentlich häufiger auftreten. Aber wir kennen das alle, dass es Menschen gibt, die es sehr häufig haben und andere, die es eigentlich nie haben, obwohl wir wissen, aufgrund der Antikörperdiagnostik, dass die sehr wohl Herpes simplex tragen in sich. Es gibt noch eine Frage zu den Antikörpern, die sich eben in der Folge einer Infektion dann auch feststellen lassen. Warum sind diese Antikörper nach Impfungen meist nicht lebenslang nachweisbar, sehr wohl aber nach einer durchgemachten Infektion? Also warum muss man sich mehrmals impfen im Leben? Ja, das hat natürlich damit zu tun, also dass eine Wildvirusinfektion eine ganz andere Kaskade von Immunreaktionen auslöst, in vielen Fällen, nicht immer, aber in vielen Fällen. Man denkt an eine schwere Masernvirusinfektion. Ich weiß nicht, also wir haben das ja gar nicht mehr im Radar, weil ja die Menschen Masern geimpft sind, die meisten. Aber es spielt sich also über Wochen lang eine unglaubliche Auseinandersetzung zwischen Virus und Immunsystem ab, die dann in einer sehr hohen Antikörperantwort irgendwann endet. Der Mensch hat natürlich auch seine Probleme in der Zwischenzeit. Oder bei anderen Virusinfektionen oder eine FSME zum Beispiel hat man dann auch lebenslang IgG, hat hoffentlich keine neurologischen Symptome gehabt oder hat die überlebt und hat dann ein Leben lang
im IgG-Antikörper, aber nach der Impfung bietet man ja ein schwächeres Substrat an, ja bewusst, man will ja den Menschen nicht krank machen und daher ist auch die Immunantwort eine andere und eine oft sehr gezielte, aber die eben nicht so lang hält wie bei natürlichen Infektionen. Mhm. Jetzt gerade bei Coronavirus sind wir uns nicht so sicher, ob nicht die Impfung genauso gut ist wie die natürliche Infektion. Also es ist nicht bei allen Infektionen gesagt. Ja, weil da ist jetzt gleich die Frage dazu gekommen, ob dann ein Antikörpertest nach einer Corona-Schutzimpfung beispielsweise ein Jahr später einen Sinn machen würde. Ja, das ist die Frage, die noch im Raum steht. Ich glaube, momentan gibt es also die großen Studien, die schauen, wie lange sind Antikörper prinzipiell in einer Bevölkerung nach einer Impfung da, weil man kann ja nicht Millionen, Milliarden Menschen jährlich auf Antikörper testen zum Beispiel. Und man wird aufgrund der Studien sehen, wie lange hält ein Impfschutz und wann muss man ungefähr wieder auffrischen. Man kann natürlich Antikörpertests machen, es gibt sie ja, aber dass man sie routinemäßig macht, ich glaube, da ist es wichtig, dass einmal Studien gemacht werden und man sieht, nach einer Impfung habe ich 6 Monate auf jeden Fall, jeder oder 99% haben einen Schutz oder 9 Monate oder vielleicht ein Jahr. Und dann wird man daraus ableiten, wann ist eine zweite Impfung sinnvoll und notwendig. Es gibt im Übrigen sehr viele Fragen zum Thema Impfungen. Da darf ich Sie gleich verweisen auf unseren Vortrag, genau heute in einer Woche, wieder hier an der Medizinischen Universität Wien. Frau Professor, ich möchte noch ein paar Fragen herausgreifen, die natürlich mit der momentanen Pandemie zu tun haben, aber durchaus Fragen aus der Praxis sind. Ich darf Sie noch bitten, diese Fragen kurz zu beantworten. Zum einen die Frage, wie weit können verschiedene Viren unter Anführungszeichen fliegen, ja? Also im Hinblick auf die Mensch-zu-Mensch-Übertragung? Ja, also da gibt es Studien jetzt eigentlich erst. Also wir haben schon immer gewusst bei Influenza und bei anderen respiratorischen Viren, dass es einen gewissen Abstand braucht, also eine gewisse Nähe braucht, um Virusinfektionen zu bekommen. Wir haben jetzt bei dieser Pandemie gesehen, also uns fokussiert auch auf die Aerosole, die im Raum bleiben. Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, wie weit genau. Es hängt davon ab, von ganz vielen Faktoren, wie laut spreche ich. Es gab jetzt eine Studie, dass eher dickere Menschen, ältere Menschen weitere oder mehr Tröpfchen ausscheiden als junge. Und also es hängt sehr viel vom Einzelnen ab, der die Tröpfchen ausscheidet. Hängt auch vom Virus ab. Also wir kennen zum Beispiel, wir haben gelernt, Varicella-Zoster-Virus, Feuchtblattern. Der Patient liegt in seinem Bett im Zimmer, das Fenster ist offen. Der Mensch, der unten vorbeigeht, kann infiziert werden durch das offene Fenster. Also das gab es ja früher auch schon. Also es ist sehr individuell unterschiedlich von der Situation. Aber in geschlossenen Räumen, dass sich Aerosole halten und je mehr virusbeladen sie sind, umso stärker ist auch die Infektionswahrscheinlichkeit. Ich glaube, das ist... Ja, nicht zuletzt ist ja dieser 2 Meter Abstand jetzt auch von Expertinnen und Experten festgelegt worden. Wie lange überleben Viren, gibt es ja die Frage, in der Luft, aber beispielsweise auch im Wasser, ist das überhaupt möglich, dass Viren im Wasser überleben? Ja, schon. Ist auch eine Frage, die eigentlich ganz schwierig zu beantworten ist. Wir haben immer wieder die Frage, nicht nur bei Corona, sondern auch schon bei HIV gehabt, was passiert, wenn ein Virus auf einer Oberfläche ist, es ist dort und ich greife Stunden später drauf, kann ich mich dann damit infizieren. Es ist immer die Frage, kann dieses Virus auf eine Oberfläche kommen, kann dieses Virus in eine Zelle geraten, wenn ich es sozusagen aufnehme mit meinen Händen zum Beispiel, ist es überhaupt in einer Flüssigkeit oder in einem Zustand, wo das überhaupt möglich ist. Dann ist dann auch noch die Frage, wie viel Virus ist es? Weil eine Infektion hat auch immer einen quantitativen Aspekt. Also wenn ich mit ganz wenig Virus in Kontakt komme, dann gibt es Viren, die da vielleicht Infektionen machen. Andere Viren machen nichts, die brauchen eine gewisse Menge. Also da gibt es auch sehr große Unterschiede. Und Viren können natürlich schon im Wasser überleben. Und das ist ja zum Beispiel die Noroviren, die dann über verschmutztes Wasser oder Kanalsysteme, dort sind jede Menge von Viren. Oder zum Beispiel Hepatitis A kann man bekommen von Muscheln und so weiter, also Meeresfrüchten, die über das Wasser, über Kanalsysteme diese Viren wieder aufgenommen haben.
Umgekehrt kann Wasser gute Dienste leisten, wie wir wissen, wenn es ums Händewaschen geht, jetzt in Pandemiezeiten. Da gibt es auch die Frage dazu, ob das ausreichend ist oder ob Sie noch zusätzlich ein Infektionsmittel empfehlen würden nach dem Händewaschen. Ja, also im Prinzip ist ein gründliches Händewaschen mit warmem Wasser und Seife sehr gut und sehr wirksam. Das hat man bei mehreren Virusinfektionen schon gezeigt. Ein Desinfektionsmittel hilft natürlich noch mehr, ist schneller, ist noch effizienter, aber man kann natürlich nicht dauernd Desinfektionsmittel auf seine Haut bekommen, das ist auch nicht wahnsinnig gut. Also gründliches Händewaschen mit warmem Wasser und Seife ist sicher einmal eine Grundbedingung und hier und da vielleicht ein Desinfektionsmittel, so würde ich es sagen. Eine abschließende Frage noch aus der Praxis, Stichwort Luftbefeuchter. Stimmt es, dass Sie Viren in der Luft erst recht herumwirbeln oder verteilen? Ja, das ist schwierig zu sagen. Es gibt alle möglichen Geräte von Geräten, also im Internet, ich kann das nicht prüfen, bin keine Umwelthygienikerin, aber die sagen, sie saugen das Virus ein oder sie dezimieren das Virus in der Luft. Aber es ist schon so, dass also Klimaanlagen natürlich unterschiedlich funktionieren und manche führen sicher zu einer Verwirbelung in der Luft. Andere sagen, wie wir es ja auch aus den Flugzeugdiskussionen gehört haben, sie saugen sie ab und dann ist aber kein Virus mehr da. Ich glaube, das ist eine Frage, die man so nicht beantworten kann im Gesamten, einzeln anschauen muss. Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Expertise über diese. Frau Professor, ich darf noch eine letzte Frage an Sie richten, weil die ist auch hereingekommen von Seiten des Publikums. Was macht Coronaviren so maßnahmenresistent, unter Anführungszeichen? Wir erleben ja momentan die Tatsache, dass es beispielsweise keine Influenza oder fast keine Influenza-Epidemie heuer gibt. Bei Rotaviren etc. können wir uns auch sehr gut schützen. Mittlerweile gibt es auch eine Schutzimpfung. Aber was ist es, dass trotz aller Maßnahmen Ihrer Meinung nach die Coronaviren nach wie vor das Sagen haben? Also an sich glaube ich, dass die Maßnahmen eigentlich schon sehr gut wirken, wenn man sie konsequent einhaltet. Also ich glaube, das wäre schon... ist schon ein Aspekt. Bei Influenza, also die Tatsache, dass wir keine Influenza-Epidemie haben dieses Jahr, ist ja absolut bemerkenswert und hat auf diese Faktoren zurückzuführen. Nur muss man ja davon ausgehen, dass Influenza muss ja kommen. Das kommt jedes Jahr, wird das irgendwo über Flugverkehr von der Südhalbkugel auf die Nordhalbkugel und wieder zurück. Also das ist ein Geschehen, also wir haben das nicht hier und es wird eingetragen. Und wenn es in verschiedensten Ländern diese Schutzmaßnahmen gibt, dann wird auch Influenza, kommt es nirgends hin und wir haben es einfach nicht da. Ich bin mir nicht sicher, wenn wir eine Influenza-Epidemie hätten und in diese Epidemie hinein jetzt Corona hätten, ob das da nicht Influenza trotzdem zu einem gewissen Grade wäre. Aber es ist gar nicht gekommen. Wir haben in Europa keine Fälle. Und wenn man den ersten Lockdown anschaut, da haben wir uns ja angeschaut, auch die anderen Viren, also was passiert im Lockdown, aber da haben wir ja auch Corona unglaublich effizient beseitigt und mit dem gleich dazu auch Influenza und RSV und Rhinoviren und alles war weg. Aber jetzt, wo es offenbar nicht so gut funktioniert mit diesen Maßnahmen, bin ich mir nicht sicher, wenn wir Influenza da hätten, ob wir da nicht auch ein Problem hätten. Aber wie gesagt, das ist rein hypothetisch. Dankeschön für Ihre Erfahrungen und Ihr Fachwissen heute Abend. Frau Professor, wir bedanken uns herzlich, dass Sie zur Verfügung gestanden sind. Gerne. Ja, meine Damen und Herren, wie gesagt, es hat jetzt viele Fragen schon zum Thema Impfungen gegeben, zum Beispiel, ob man Sicherheitsvorkehrungen als Geimpfter oder Geimpfte noch einhalten muss oder wenn man geimpft ist und Blutspenden geht, ob man dann seine Antikörper auch gleich weitergibt. Das sind spannende Fragen. Ich bitte Sie, nächste Woche wieder online zu gehen am 16. März um 18 Uhr. Das nächste Minimed-Webinar in Kooperation mit der Medizinischen Universität Wien zum Thema, wie funktionieren Impfungen. Es wird für Sie Dr. Daniel Tiefengraber referieren vom Zentrum für Pathophysiologie und Infektiologie und Immunologie der MedUni Wien. Im Namen des Minimed-Studiums und der Medizinischen Universität Wien und der Wiener Bezirkszeitung darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Danke für Ihr Interesse und bleiben Sie gesund.